Hallöchen ihr Lieben zu einer weiteren kleinen Folge von Please Don't Touch Anything und ich versuche mal ein paar von euren Tipps mal auszuprobieren. Uns fehlen ja scheinbar noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enden und eine Idee war natürlich wirklich mal einfach nichts zu machen und da habt ihr wahrscheinlich recht, das ist wahrscheinlich eine richtig gute Idee. Dann warten wir doch einfach mal ein bisschen ab, bis der Kollege zurückkommt und dann schauen wir mal, was passiert. Ihr hattet auch gemeint, dass das gar nicht unbedingt eine 666 sein müsste, es könnte auch 366, wobei ich sagen muss, hier an meinem PC finde ich schon, dass das erste wie eine 6 aussieht, aber das Problem ist, dass jemand schon in die Kommentare geschrieben hat, dass er das ausprobiert hat und da passiert leider nichts, voll schade. Ich hätte echt gedacht, dass da was passieren könnte. Jetzt, wo ich mir das so angucke, könnte das ein Mensch sein, der fällt. Vielleicht ist es wirklich 999, aber das wäre ja super krass. Boah, ich ja eh... Toll, danke, Alter, du hast mir echt geholfen. Wo warst du so lange? Es hätte was passieren können. Echt? Was zum Beispiel? Die Apokalypse? Man braucht schließlich eine Ausbildung, um diese Maschine bedienen zu können. Lass uns gehen. Und nun? Aber... Ah, da! Das hier ist es, oder? Ja, genau. Cool, wir haben Frieden gebracht. Wir haben alles gut gemacht. Das ist ja super. Und dann habt ihr mir auch erklärt, was es hiermit auf sich hat. Und das ist... Wartet, ich versuch's jetzt nochmal. Eine 1. Deswegen 1, 1. 2 Einsen, deswegen 2, 1. Eine 2, eine 1, deswegen 1, 2, 1, 1. Genau. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen. Wartet. Achso, ich muss ja restarten, genau. So, ihr Lieben, ich hatte mal einen kleinen Cut gemacht, weil ich habe noch einiges probiert, aber leider hat nicht wirklich irgendwas geklappt. Ich habe auf jeden Fall all eure Codes und was ihr ausgerechnet hattet ausprobiert, hat leider nicht geklappt. Und auch ich habe noch ein Weilchen rumprobiert, hat auch nichts geklappt, also habe ich jetzt einfach nachgeschlagen, weil ich hätte schon gern noch die restlichen Enden, aber wenn ich nun mal nicht drauf komme, dann komme ich halt nun mal nicht drauf, dann muss ich das wohl so akzeptieren. Oh, ups, jetzt habe ich so lange gewartet, dass es jetzt doch zu Ende ist. Aber nicht schlimm. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Möglichkeiten, wie wir uns Enden holen können. Und eines davon ist auf jeden Fall zum Beispiel, dass wir dieses Spiel hinkriegen müssen mit dem Flugzeug. Und das erhält man anscheinend, wenn man oft genug restartet. Irgendwann kommt wohl das Spiel mit dem Schiff, also mit dem Flugzeug. Das war mir ja auch nicht ganz klar gewesen, wie man das denn kriegt, das Minispiel. Oder wir machen erstmal die anderen, weil dann müssen wir ja sowieso restarten. Ah, jetzt kommt's. Press Button. Okay. Hoffentlich kriege ich das hin. Ist gar nicht so einfach. Weil man muss ja, glaube ich, bis ganz unten das hinbekommen. Scheiße. Oh, Game Over schon. Krass, okay, ich probiere es nochmal, aber erstmal machen wir die anderen, weil ich glaube, er fliegt immer tiefer und man muss einfach dafür sorgen, dass die höchsten dann schon weg sind, glaube ich. Gucken wir mal. Also, oh mein Gott, hoffentlich kriege ich das hin. Also tatsächlich ist das so, dass das hier gar keine großartige Funktion ist, die man lösen muss oder sowas, sondern man muss einfach, das hier ist ein Code, 8367, Sekunde, ich mach mal neu, und 8232, das sind die beiden Codes, die man eigentlich einfach nur braucht. Doof, ne? Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir das jetzt eingeben müssen. 1, 3, 2, 2, 3, 1. So, ich glaube, wir müssen nach links. So, genau, jetzt geben wir einmal ein 8367. Tatsächlich, es funktioniert. So, und hier können wir jetzt nämlich den Code, auf den ihr mich hingewiesen hattet, mit 1211 eingeben. Ah, okay. Ach du Schande. Ah, ja, das ist das, was ich auch nicht so ganz kapiert hatte, als ich es gelesen hatte. Hier soll man scheinbar eine, ja, die Melodie nachmachen. Das Problem... Oh Gott. Ja, klar. Wartet mal. Oh Gott, ich muss nochmal hinhören. Ich muss mir das in Ruhe anhören. Wartet. Oh Gott, ich weiß nicht. Nochmal bitte. Ich glaube, es ist... Wartet. Das hier ist das höchste, okay. Ja, boah. Nein! Aliens! Aliens sind gekommen und haben unsere schöne Welt zerstört, oder? Sollen das Aliens sein? Ich weiß es nicht genau. So, dann nochmal. Boah, das war nicht so einfach. Ich bin ja nicht so begabt, was das Hören von Codes anbelangt, aber gut. So. 3, 2, 2, 3, 1. So. Das hätten wir wieder. Wieder nach links. Und jetzt gehen wir nochmal ein. 8, 3, 6, 7. Und diesmal bilden wir aus diesen Zahlen hier, aus diesem Feld wohl, das... Was? Achso, so viele darf ich gar nicht. Ah, okay, ich glaube, ich weiß schon. Okay, wartet. Wir sollen ein Pentagramm bilden. Aha, die Frage ist nur, wo müssen genau die Punkte sein? Scheiße. Ist nicht wirklich einfach. Wartet mal. Soll das schief sein, das Pentagramm, oder nicht? Das ist die Frage. Boah, ist das schwer alles, ey. Ich glaube nicht, dass ich auf den ganzen Krams gekommen wäre. Ich probiere nochmal ein normales Pentagramm zu machen. Das wäre ja so vielleicht und so. Das ist richtig eklig. Ugh. Ja gut, halt ein Pentagramm, ne? Satan und so. Ugh. Okay, restarten. Dann haben wir noch mal einen Code. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Wieder nach links. Diesmal geben wir aber den unteren hier ein. Also 8, 2, 3, 2. Okay. Und dann können wir hier wohl ein bisschen mit rumspielen. Und da probieren wir einfach mal ein bisschen rum. Okay, cool. Aha, zurück in die Zukunft sozusagen. Jetzt sind wir erstmal zurück in die Vergangenheit. Dann restarten wir mal. Und gehen auch gleich nochmal in die andere Richtung. So. Also nochmal 8, 2, 3, 2. Jetzt drücke ich mal nach rechts. Da hätten wir es. Zurück in die Zukunft. Sieht ein bisschen ramponiert aus. Und der Mond wurde zerstört oder zersplittert oder sowas. Ist ja gruselig. So. Jetzt fällt mir nur auf, dass dass ein Plakat fehlen wird. Selbst wenn ich jetzt noch das mit dem Schiff mache, fehlt noch ein Ende. Es kann natürlich auch sein, dass das einfach auch noch nicht herausgefunden wurde. Das weiß ich nicht. Ich will nur noch einmal... Was ist denn... Passiert wieder das Gleiche? Ja, ist wieder das Gleiche. Weiß auch nicht, ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass vielleicht was anderes geschieht. So, dann könnten wir... Achso, jetzt müsste ich eigentlich immer resetten. Ja, eins fehlt noch, ne? Aber dann machen wir mal auf jeden Fall noch das mit dem... Hä? Aber eigentlich sind hier ja noch 4 Lampen, ne? Wartet, ich will noch mal kurz ausprobieren. Wenn ich jetzt noch mal... die Zukunft fahre. Ne, ist das gleiche. Okay. So, dann resette ich mal. Ah, cool, das passt ja gut. So, ich versuche mal die höchsten als erstes zu zerstören. Das hat ja gut geklappt. Okay, cool. Jetzt müsste ich erstmal... Ah, scheiße, ich habe doch gedrückt. Ah, ich habe daneben gedrückt. Komm schon. Nicht sterben, du schaffst das. Oh. Ich muss erstmal das hier. Okay. Oh, scheiße. Ah. Na, ah, das habe ich nicht mehr überlebt. Verdammt. Okay, dann müssen wir restarten, bis wieder das Spiel kommt. Das ist ja ärgerlich. Ich dachte, ich hätte alle, alles herausgefunden über die Enten. Oh, Knopffanatiker. Ah, cool. Das hat doch eben ganz gut geklappt. Ich muss schon alle 4 Bomben immer abschmeißen pro Runde, sonst wird es zu eng. Sonst haben wir am Ende nicht genug Bomben. So. Und ich bin höchst konzentriert, merkt man, ne? Ah, scheiße! Komm schon! Jetzt habe ich nicht genug. Ach, verdammt, das war so knapp. Fast hätte ich es hinbekommen. Und nochmal. Und nochmal. Irgendwann krieg ich es hin. Ich will noch das Ende haben. Aber das ärgert mich ja. Das eine Ende fehlt also noch. Woher könnte man das noch bekommen? So. Sehr schön. Sehr schön. Kommt auch nicht oft vor, dass sich jemand freut, eine Stadt zu zerstören. So, jetzt muss ich aber wirklich erstmal das hier machen. Okay. Jetzt hier hinten. Scheiße. Oh! Nein! Scheiße! Ich hab voll daneben gehauen. Das ist ja geil gewesen. Irgendwann kriegen wir es hin. Ich bin die Ruhe selbst. So. Okay. Ich schieß aber auch gerne mal zu früh ab. Das ist das Problem. So. Sehr schön. Nein, was mache ich? Ich muss immer alle abschießen. Immer alles benutzen. So. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Ja! Er konnte landen. Stage clear. Und kriege ich dafür jetzt einen Sticker oder nicht? Hä? Ich dachte, dafür kriege ich einen Sticker. Ist nichts passiert. Sauerei. Auch wenn ich drücke, passiert nichts. Ah, da unten. Der Sticker von dem Flugzeug. Dann fehlen ja immer noch 2. Tja, ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Ich habe doch jetzt schon alles gemacht. So, ich musste noch einen kleinen Cut machen, um jetzt mal herauszufinden, was es mit den beiden fehlenden Stickern noch auf sich hat. Und ja, tatsächlich war das so, als ich nachgeschaut hatte, hatten selbst die Leute im Internet noch nicht dieses letzte Ende herausgefunden scheinbar. Und deswegen machen wir das jetzt nochmal. Also, einmal muss ich wieder, so wie fast immer, für die schwereren Enden diese Kombination eingeben. So. Und nach links, genau. Dann muss ich nochmal weiter drücken, weil wir müssen das hier zerstören, damit das da unten wieder erscheint. Dann, guckt mal, wenn man hier wohl mehrfach draufklickt, ist ein Hinweis. Pisano Leonardo. Und das ist ein Hinweis auf Leonardo Fibonacci von Pisa. Das bedeutet, man soll die Fibonacci-Sequenz eingeben. Ach klar, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist ja voll ein leichtes Rätsel. Und die lautet 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, das ist immer, die beiden vorherigen Zahlen zusammengerechnet ergeben immer die nächste Zahl, das ist die Fibonacci-Sequenz. So. Das ist das Cthulhu-Ende, das finde ich ziemlich geil. Okay, da haben wir den Sticker jetzt. So, dann sollen wir restarten. Und es fehlt immer noch was. Das ist ja unglaublich. Oder soll man jetzt das umlegen und drücken? Bin mir jetzt unsicher. Also 1 fehlt uns auf jeden Fall immer noch. Wie viele haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, jetzt habe ich mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch was. Wartet, dann gucke ich nochmal eben nach. Ich schneide das einfach gleich raus. So, wir müssen jetzt nochmal dieses hier eingeben. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Und das nach links umdrehen. Und da müssen wir jetzt nochmal dieses 8367 eingeben. Und diesmal müssen wir eingeben 1243. Okay, das ist scheinbar das schwarze Lochende. So, dann fehlt uns nur noch eins. Hey Mann, Alter, ich muss auf die Toilette, bleib hier mal kurz. Warte, wofür ist diese Schalltafel da? Ach, keine Sorge, das ist nur eine Kaffeemaschine. Und warum sieht die so seltsam aus? Keine Ahnung, sie ist einfach eines Tages hier aufgetaucht. Manchmal zeigt sie auf dem Bildschirm Werbung. Du kannst dir ja einen Kaffee bestellen, während ich kurz weg bin. Da ist der rote Knopf. Okay, bleib aber nicht so lange weg. So, das war's. Wir haben unseren Kaffee. Sehr schön. Käffchen. Ja. Das war das Spiel. Gut, vielleicht, wenn man echt sich mega reingehangen hätte, hätte man die Enden auch finden können. Für mich war es zu schwer. Ich finde die Idee genial, aber ich finde es jetzt in Anbetracht des Preises echt ein bisschen zu teuer. Also das Spiel hat 5 € gekostet. Oh, was ist das? Hey Mann, Alter, ich muss auf die Toilette. Das ist nur die Kaffeemaschine. Ah, um das nochmal abzuspielen wahrscheinlich. Ja, die Credits nochmal abzuspielen. Ja, ich finde 5 € ein bisschen zu teuer, finde ich. Also, weiß ich nicht. Es ist halt, hat so ein bisschen was von einem Flash-Game, ne? Also das bietet manch einer halt so an im Internet. Klar, nicht mit so einer coolen Idee meistens. Also das ist schon ziemlich genial. Aber ich würde vielleicht schon überlegen, ob man nicht eher sagt 2,99 statt 4,99 bei diesem Spiel. Das wäre doch auch total okay. Aber ja... Also ist jetzt nur so, finde ich, meine Meinung. Ich fand es trotzdem sehr genial. Also es soll jetzt gar keine Kritik am Spiel sein. Ich fand das cool, aber es ist so ein bisschen... Die Preispolitik würde ich vielleicht noch ein bisschen anpassen. Ganz bisschen weniger würde ich dafür nehmen. Wobei, ich muss auch sagen, ich glaube, es kostet 4,99 $ eigentlich. Und auf Steam hier halt wird das dann einfach umgerechnet in 4,99 €. Und das ist ja in Wirklichkeit nicht gerade das Gleiche, aber naja. Ja, okay, danke, dass ihr dabei wart. Irgendwie haben wir die Enden dann doch noch gekriegt, mit ein bisschen Cheaten, egal. Und ja, dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.